Im Iran wird ein neues Parlament gewählt und Afife Abedi ist eine der wenigen reformorientierten Frauen, die antreten. Die 44-Jährige will die Stellung der Frau in der Islamischen Republik stärken und sie will dem von männlichen, konservativen dominierten Parlament eine neue Stimme verleihen. Das sagt Abedi vor einer Wahlkampfveranstaltung in einer Moschee im Süden von Teheran. Frauen sind zwar sehr aktiv in der Gesellschaft, aber sie haben nur einen kleinen Anteil an der Macht. Sie haben nur Zugang zu zweitrangigen Positionen wie Beraterinnen oder Vizeministerinnen für Frauenangelegenheiten. Die Männer treffen die Entscheidungen, auch wenn sie Frauen betreffen. Abedi will auch die strenge Kleiderordnung für Frauen zum Thema machen. Im Herbst 2022 starb die junge Kurdin Mahsa Amini im Polizeigewahrsam. Sie war wegen eines angeblich zu locker getragenen Kopftuches festgenommen worden. In der Folge kam es zu einer der größten Protestbewegungen in der Geschichte des Irans. Hunderte Menschen wurden getötet, tausende weitere wurden verhaftet. Abedi kandidiert zwar für eine Liste mit progressiven Positionen, die aber zur Parlamentswahl zugelassen wurde. Wenn ich ins Parlament gewählt werde, werde ich für den Standpunkt von Frauen eintreten, die andere Kleidung tragen. Die Unzufriedenheit der Iraner mit ihrer Führung ist zuletzt weiter gewachsen, nicht zuletzt wegen wirtschaftlicher Probleme und einer hohen Inflation. Das Land leidet unter den Folgen der Sanktionen wegen des umstrittenen Atomprogramms. Die Wahlbeteiligung dürfte niedrig ausfallen. Beobachter rechnen damit, dass mehr als die Hälfte der Iraner nicht an die Urne gehen wird.